Ja, vorletztes Spiel bei dieser Fußball-Europameisterschaft für die deutsche Nationalmannschaft. Donnerstagabend, 21 Uhr, hier im Stade Vélodrome in Marseille gegen Gastgeber Frankreich. Die Arena hier in Marseille ist wahrscheinlich die beeindruckendste bei diesem Turnier. Das geschwungene Dach, das das Stadion bekommen hat, extra für diese Wettkämpfe, ist natürlich ein echter Hingucker. Das Stadion ist die Heimat von Olympique Marseille, mehrfacher französischer Meister. Der Club hat enthusiastische Fans und die werden natürlich morgen auch die französische Nationalmannschaft Les Bleus hier richtig anfeuern. Es wird ein harter Gang für die deutsche Mannschaft. Dennoch sind Joachim Löw und sein Team optimistisch, den Einzug ins Finale schaffen zu können, auch wenn Oliver Bierhoff die Favoritenrolle erstmal den Franzosen zugeschoben hat. Olympique Marseille trägt seine Heimspiele nun hier vor über 60.000 Zuschauern aus. Die werden dann auch morgen Abend hier sein. Für Olympique ist dieses Bauwerk natürlich ein Segen, eine tolle Arena für Touristen, hochinteressant. Die kommen ins Stadion einfach nur, um sich das alles hier mal anzuschauen, auch ohne Fan von Olympique Marseille zu sein. Dennoch, die Baukosten sind explodiert. Veranschlagt waren ursprünglich mal etwa 130 Millionen. Im Endeffekt waren es dann wohl sogar 270 Millionen. Nach der Europameisterschaft wird das Stade Vélodrome dann nicht mehr Stade Vélodrome heißen. Ein Sponsor hat sich die Namensrechte gesichert. Das spült natürlich auch ein bisschen Geld in die Kassen. 1937 ist das Stadion eingeweiht worden, sah damals natürlich noch ganz anders aus, war auch deutlich kleiner, hatte auch noch eine Radrennbahn, deshalb übrigens auch der Name Stade Vélodrome. Die Radrennbahn ist dann abgerissen worden, als hier zur Fußball-Weltmeisterschaft 1998 die Arena zum ersten Mal umgebaut worden ist. Die Partie am Donnerstag wird dann die letzte von insgesamt 6 hier bei der Europameisterschaft in Marseille gewesen sein. Danach ist dann nur noch das Finale am 10. Juli im Stade de France in Saint-Denis, Paris. Olympique Marseille ist der einzige französische Club, der bislang die UEFA Champions League gewinnen konnte. Das gelang direkt in der ersten Champions League-Saison 1993, damals übrigens mit einem Stürmer namens Rudi Völler. Die Fans, die bei der Fußball-Europameisterschaft hier im Stade Vélodrome eine Partie gesehen haben, schwärmen von der fantastischen Atmosphäre ebenso wie von der großartigen Architektur. Es wird mit Sicherheit eine stimmungsvolle Partie, morgen Abend dann hier, wobei natürlich ganz klar die Franzosen den Heimvorteil haben.